Hallo, meine lieben Mitagenten. Ich bin es wieder, Super Agent Operator Triple X. Wieso Triple X, fragt ihr euch nun? Ja, hat mir den Namen gegeben aufgrund meiner Kleidergröße. Und jetzt machen wir mal weiter. Mit ihr. Obwohl, wir können auch hier einfach mal checken. Oh, warte, bevor wir in die Konsole einbrechen, hat Dr. Pettler irgendwas gesehen? Fred war ja sneaking out, aha. Special Privilegien. Gerade er hat so viel Leben, oder? Ah, die Wire comes noisily alive. Okay, filling your map with secret data about the Schluss Saves. Und er nimmt natürlich noch 2 Schaden. Aber wir haben hier jetzt die Saves alle. Ah, ich vergesse schon wieder immer mit dem. So, ich als Operator muss natürlich jetzt hier die Sicherheit gewährleisten. So, und wie machen wir das am besten? Nehmen wir hier mit ihr rumlaufen. Scheint niemand da zu sein. Okay, da ist aber schon mal... Wir schauen uns hier einmal kurz um mit ihr. Hier ist also gar nichts, okay. Die können jetzt aber auch nicht wirklich viel laufen. So. Darum nehmen wir den auch noch mal hier mit. Ja, versammeln uns quasi hier um diese eine Tür. Und dann gehen wir in den nächsten Zug. Über. Nein, das wollte ich gar nicht. Hier. Leute. Okay, wir haben Wireless gemacht, aber da war scheinbar nichts. Dann werden wir mal uns hier umgucken müssen. Okay, da ist auf jeden Fall eine Kamera. Die möchte ich erobern. So. Okay, damit haben wir diese schon mal durchschritten. In diesem Gebäude. Muss man ja großartig aufpassen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Karte. So. Und wir haben hier noch eine zweite, ich nehme mal an. Wir könnten die uns... Gehen wir da überhaupt so lang? Na, ich glaube schon, oder? Wir laufen hier einfach mal so lang. Machen hier nochmal... Aha. Seht her, ist das ein... Das ist doch so eine Drohne, oder? Oder ist das ein Turm? Ich kann das gerade nicht so sehen. Ah, hier ist aber so einer. Okay. Dann wissen wir das schon mal. Und ich würde mit der einen, die jetzt die Karte hat. Oh, oh, da geht jemand. Wir hier checken das hier mal. Und dann möchte ich gerne ein bisschen was in dem Raum sehen können. Okay. Der ist schon mal gesichert von uns. Hat natürlich ein bisschen was gekostet und ich habe vergessen, diese verdammte Tür zuzumachen. Tut mir ja leid. Das wollte ich nicht vergessen, okay. Ich werde mal sagen, wir nehmen mit ihm diese Karte auf, ja. Oh, Level 3 ist er schon hier, mein mächtiger Typi. Na gut. Egal wo ich bin, ich werde gesehen, sofern er da. Dann würde ich sagen, gehen wir hierher. Und nichts weiter, okay. Nächster Zug. Komm nicht hier rein. Nirgendwo bitte. Hier ist sonst nichts, oder? Ich glaube nicht. Okay, haben wir den schon geöffnet? Nein, natürlich nicht. So. Noch ist nichts passiert, also looten wir den mal. Komm her. Und was kriegen wir? Magazin und ein Taser. Oh. Okay, das wusste ich nicht. Man hat nicht unendlich viel. Okay, dann würde ich mal sagen, oh, wir haben auch noch sehr viel Geld. Vielleicht... So, jetzt kann er wieder was looten. Ja, jetzt nehmen wir den mit. Okay. Und jetzt schauen wir, dass wir hier rauskommen. Und mit ihr gehen wir natürlich her. Schauen uns mal kurz um. Was ist das? Fragezeichen. Achso, den hat sie. Sag mir nicht, dass das alles war. Open the door. Nein, war nicht alles. Aber da ist auf jeden Fall irgendwas. Eine Kamera. Ha. So, auch die ist damit Sense. Und wir können hier rein, das ist gut. Wir schließen einmal die Tür. Und dann
Welchen Weg werden wir dann gehen? Das ist eine gute Frage. Für ihn hier ist das die Frage jetzt vor allem. Da sind nämlich Drohnen auf der einen Seite, auf beiden eigentlich. Okay, die Gefahr ist jetzt etwas höher. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wurden also getroffen. Ja, das hacken wir auch mal. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Ich gehe einfach mal schauen, ob man hier hin kann. Oder ob da eine sehr große Gefahr besteht. Also die Gefahr ist hier sicher sehr groß. Ja, das ist nicht gut. Absolut nicht gut. Nein, nein, nein. Nun gut. Aber wir können die im Notfall ausschalten. Durch Hacken. Ich glaube, das werde ich auch machen im nächsten Zug. Ja, wir haben nämlich 6 CPUs. Oh, oder wir warten natürlich. Die hauen wieder ab. Okay. Los, öffne diese Tür. Und wir gehen hierher. Und hier geht's nicht weiter. Hoffen wir mal, dass sie mich hier nicht sehen werden. Wir machen hier zu. Auf jeden Fall hat er wieder seine Life voll geheilt. Wieso geht das Ding hierher? Wir wissen, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ist nicht gut, neben der Tür zu stehen, oder? Wenn da jemand eintritt. Obwohl natürlich das Gute ist, dass ich hier ja, naja, auch was habe, das mir helfen könnte. Naja, würde sagen, wir versuchen niemanden zu töten. Ja, okay. Würde sagen, wir versuchen uns hier erstmal zu verstecken mit ihr. Und mit ihm werden wir diese Tür öffnen und uns umgucken. Denn auch hier ist wieder, ja. Seht ihr? Also, das läuft auch mittlerweile sehr gut. Okay, wir haben hier eine Einheit. Die könnte uns hören. Scheinbar nicht. Okay. Versuche aufzupassen, dass ich nicht gehört werde. Durch diese Einheit. So. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Oh oh. Hoffe, die bewegt sich einfach mal nicht. Das gibt's ja ab und zu. Nicht bewegende Einheiten. Dann muss ich nämlich nicht da so hin. Na egal. Wir gehen hierher erstmal. Hier sind wir gut geschützt. Auch wenn ich mal wieder vergessen habe, diese Tür zu öffnen. Ja, ich würde sagen, nächster Zug. Okay. Ah, stimmt. Das Viech tötet natürlich auch. Aber egal. Jetzt ist das vorbei. Aha. Das ist nicht gut. Jetzt kommen nämlich die ganzen Einheiten hierher. Naja. Obwohl, vielleicht ist das ja doch ganz gut. Kann ich eine Drohne looten? Scheinbar nicht. Okay. Würde mal sagen, wir schauen uns hier um. Und versuchen mal ein bisschen zu stealthen. So hier. Okay. Das macht nichts. Der bewegt sich ja scheinbar nicht. Was, wie würde das denn aussehen? Null Damage. Na, würde sagen, wir lassen das. Wir bleiben erstmal so. Und Ben. Genau. Okay, ja, ja, ich kenne dich. Okay, er geht weg. Das ist sehr gut. Dann kann ich hier nämlich aufhören mit Schleichen. Enemy sighted. Okay. Würde sagen, den machen wir dann einfach mal weg.
Sehr gut. So, dann haben wir dieses eine Problem erstmal bestanden, würde ich sagen. Kommen da noch mehr Einheiten oder was? Okay, ich benutze einfach dann den Action-Modus jetzt hier. Und ich hoffe, dass hier nichts weiter ist. Doch, hier ist auch jemand oder irgendwas. Na gut. Das ist nicht gut. Der ist erstmal K.O. Das ist sehr hilfreich. Und haben wir nicht noch... Warte. 6, das mache ich bestimmt nicht weg. Weil die Saves, die ich noch knacken könnte... Oh, ein Critical. Das ist aber nicht so gut. Wow. Okay. Ist sogar mies. Zu Damage, 100% Critical. Okay, ich würde sagen, wir... Hier ist eine Kamera, aber egal, die hat mich nicht gesehen, oder? Ich würde sagen, wir gehen da weg und... Ja, hoffen, dass er uns nicht sieht. Während ich mit dem hier lang gehe einfach. Oh, das ist nicht so gut hier. Wie ich merke. Hier ist nämlich gar nichts. Ach, shit. Warte, in welche Richtung guckt der denn? Na, das ist mir gerade egal gewesen. Er schaut nämlich zum Ende hin. Wir machen die Tür zu und hoffen, dass ich aber nicht entdeckt werde. Eine Runde nur noch Co., ja. Das kapiere ich mittlerweile. Oh, Mensch, meine Einheiten werden es doch hoffentlich überleben. Wow, oh, oh. Okay. Das ist sehr schlecht. Ich würde sagen, wir fliehen mit ihr, solange unser Maschinengewehr, welches wir damals übernommen haben, uns noch so gute Dienste leistet. Ja, Nikita soll nämlich es schaffen. Was haben wir denn? 100%? Aber 4 Damage? Oder ne? Obwohl, wir schießen das Ding ab. Okay. Und dann... Ha! Pech für euch. Okay, das ist natürlich auch ein Problem. Aber... Eins, welches sich gerade nicht ändern kann. Die Saves sind sowieso verloren, würde ich sagen. Die helfen mir gerade nicht. Okay, nächster Zug. Eieieie. Ich weiß. Ich würde mal sagen, wir... Was? Das Viech hat mich weggelackt. Meine beste Einheit. Und einfach mal ein Critical hinterher. Hätte nicht so... Scheiße. Okay. Ein Agent ist tot. Wir müssen aufpassen. Oh. Okay, hier passiert scheinbar nichts mehr. Ja, wir haben hier alles unter Kameras. Das ist ein Vorteil. Aber okay. Ah. Oh Mann. Ja, Street Level ist nochmal höher geworden. Oh Mensch. Wo bin ich überhaupt hergekommen damals? Hallo? Ja, hier ist niemand. Okay, wir werden jetzt mal... Was? Dann wollen wir mal schauen. Haben wir da eine Chance? 100%, okay. Und ja, den anderen hier werden wir auslöschen. Also auf die Art. Okay, für 2 Runden nehme ich K.O. Das ist sehr gut. Dann können wir hier weiter. Hoffe ich zumindest, dass nicht noch irgendwas passiert. Oh, dann ist sie nämlich erstmal gerettet. Loot Buddy. Ja, tut mir ja echt leid, Kumpel. Hm. Ach so, auch voll. Dann...
So, jetzt haben wir wieder. Jetzt können wir noch mehr looten. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall ziemlich viele. Ist die irgendwie stärker, die Pistole? Na egal. Nee, sieht irgendwie gleich aus. Na gut, Freund. Tut mir leid, dass du gestorben bist. Ich habe leider nichts, um das zu verhindern. Oder hat er irgendwas? Und ich hab's jetzt. Ich glaube nicht. Wir gehen einfach. Tut mir echt leid. Aber wir haben es geschafft, hier rauszukommen. Und das ist sehr schön. 100. Leider ist er, naja, in der Mission gestorben. Wir haben nicht so viel. Ja, ja, wir haben Minus gemacht. 100. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Flur. Oder? Ja, das sieht da nicht aus. Okay. Muss mal kurz was schauen, Leute. Oh, 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 das wollte ich nicht. Okay, ich bin noch im Spiel, danke. Hab nur kurz bei Outer City die Zeit angeguckt. Das ist gleich soweit, ja. Wir hacken hier mal. Wir sind immer noch nicht im letzten, oder? Gar nichts, würde ich sagen, haben wir erreicht. Passiert das hier. Nun ja. Wartet, wartet, bevor ich hier... Oh, oh, der hat's gehört, natürlich. Natürlich, ich war zu nah. Okay, dann müssen wir uns möglicherweise wehren. Aber das kann sie gerade nicht. Nun gut. Nächster Zug. Und wir werden jetzt hier sehr viel Ärger bekommen, würde ich sagen. Aber wir können fliehen. Das ist sehr gut. Wir bleiben hier erstmal. Denn der geht ja hoffentlich so hin, genau. Dann kann ich hier doch mit 100% einen Hit erreichen und dann ihn bewusstlos machen. Das war der Plan, danke. Ich würde sagen, wir können uns hier nochmal kurz umschauen. Oder auch nicht. Gerade kein Peak-Zeichen. Ah, ich habe keinen Dings mehr. Gut, dann würde ich mal sagen, nächster Zug. Ja, wird hier immer knapper, oder? Von allem. Kann ich mich hier umgucken? Scheint nicht zu sein. Okay, wir schließen hier die Tür. Und mich interessiert natürlich, was hier ist. Weil hier ist alles so rot. Das lässt darauf schließen, dass hier irgendwas auf jeden Fall, naja, ist, dass mich... Da sind Leute schon wieder. Oh Mensch, ich würde sagen, dass ich noch arge Probleme hier bekomme. Okay, scheint nicht zu sein. Er vielleicht. Wie soll ich denn jetzt auslöschen ohne... Ich glaube, das wird diese Runde nichts... Oh, ein Critical Hit. Herzmonitor. Ja. Egal. In jedem Fall ist da unten eine Tür. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Alles andere soll mir egal sein. Die wandern nämlich jetzt alle dahin, glaube ich, oder? Zumindest spätestens, wenn da... Ist da irgendwas? Da ist auf jeden Fall eine Einheit. Da möchte ich nicht hin. Hier ist auch irgendwas. Aber ich sehe nicht was. Irgendwas von dort. Können wir das sehen? Kamera vielleicht? Nein. Man hat Pech, okay. Hoff mal, dass sie nicht gesehen wird. Wow, wow. Okay. Scheint jetzt hier alles okay zu sein. Zwar nur diese Einheit. Ja, wir gehen hierher und sind in Sicherheit. Tut mir echt leid, dein Kumpel ist weg. Warte, der geht hierher. Wieso? Hat er irgendwas gehört? Oder gesehen? Was zum Teufel ist denn hier passiert? Schieß ihn kaputt. Oder auch nicht.
Geil, und jetzt? Weiß ich nicht. Würde sagen, wir müssen noch irgendwo was machen. Aber ich weiß nicht was. Würde sagen, wir schließen hier einfach die Tür und gehen genau hierher. Haha, na super. Das sieht nicht gut aus. Die ist eingesperrt. Ja, danke. Don't move! Okay, ich werde mein Bestes geben, mich nicht zu bewegen. Und jetzt? Kann ich mich nicht hier umdrehen? Wir schießen die kaputt. Haha. Meint wir, ich muss ja hier irgendwie. Cover Deflection. Wow, Glück gehabt. Kann ich den nicht looten? Scheinbar nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt woanders hingehen. Aber wo? Wo kann man sich hier verstecken? Wo schaut die hin? Ganz woanders, wie es aussieht. Okay. Die hilft mir nicht wirklich. Die schalten wir einfach aus. Na gut, würde sagen, nächster Zug. Ja, im Stehen. Wow, okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben noch einen Schuss gerade mal. Hoffen wir das Beste. Nee, Core Deflection. Geil. Ah, okay, leveled up. Ja, ich weiß jetzt. Okay, wir machen hier. Und ich habe doch entschieden, dass wir den anmachen. Und ich glaube, wir öffnen den auch. Vorsichtshalber einfach mal. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben hier irgendwo. Erstmals. Wir sind ja noch gut gesichert. Okay, er muss hier, er schießt gerade. Wir können dann erst Munition nutzen. Und weiter geht's. Und weiter fertig sein. Ja, okay. Aha, tot, mein Herr. Stirb. Oh, oder auch nicht. Ein Schaden ist nicht gerade viel. Okay. Können wir den noch nicht abknallen? Jetzt aber. Stirb. Oder auch nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen hier an die Wand. Ah ja. Dann werden wir eben an der Wand abgeknallt. Haha. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt. Wir haben ein Problem, oder? Wir gehen hier einfach den Weg. Jetzt schleichend. Und gehen in den Action-Modus, genau. So. Genau, und auch sehr gut. Ja, ich knall ihn jetzt nicht nochmal ab. Ich taser ihn. Tase. Sehr schön, oder? Damit haben wir dieses Problem erstmal überstanden. Und er ist nicht tot. Wow. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ein bisschen vielleicht noch. Vielleicht kriegen wir das hier noch gebacken, diesen einen. Dann müssen wir wohl hier laufen. Und wir looten hier ein bisschen. Okay, das war nur für Credits. Gut, wir haben es auf jeden Fall irgendwie überstanden. Noch, er darf noch nicht aufwachen. Bevor wir hier. Hier gibt es irgendwie noch weitere irgendwas. Ich weiß es nicht. Da ist irgendeiner. Irgendjemand, der uns beschäftigen könnte. Gut, ich würde sagen, wir gehen hier in den Action-Modus, weil hier sind alles voller Leute jetzt. Er war das also. Ach so. Gut, was haben wir jetzt für eine Möglichkeit? Wir müssen irgendwie.
würde sagen, wenn wir den von hinten abknallen. Ich hoffe, das zählt auch von hier. Dann ist er wieder bewusstlos. Ist er aber nicht. Na gut. Dann nicht. Safe und ja, danke. Was zum... Ja, ich würde sagen, wir können nichts mehr machen. Der wird uns abknallen. Und dann sind wir tot. Naja. Ja, toll. Danke. Flur 7 waren wir immerhin. Ah, danke. Wir sind erstmal fertig. Nun, wir haben einiges geschafft auf jeden Fall. Haben wir jetzt genug Research Points eigentlich? 232. Ja, wir könnten das... Inventory können wir erhöhen. Okay, oder? Also, wir können einiges machen. Achso, das war noch nicht... Und das war auch noch nicht. Okay. Dann können wir hier... Hä? Contact and recruit a vet team made up of the deadly red and Shalom Elf. Keine Ahnung. Ach so, das ist ein neues Team, oder? Oh, oh. Das ist nicht so gut. Auf the turn. Auf this turn. Was zum... Dann würde ich sagen, wir tun hier erstmal einfach mal das upgraden. Okay, und haben dann Restore. Unmöglich bei Deckard und Banks. Ja, wir machen das mal. Okay. Brawler können wir eh auch. Und Nikita. Wir verbessern also unsere Agenten. Ja. Das machen wir. So haben wir jetzt. Prototyp-Steam. Na egal, wir nutzen das jetzt einfach mal. Und auch das. Genau. So, wir haben nur noch 42. Das ist auch gut. Ja. Okay, wir haben dann einiges getan, würde ich mal sagen. Leider ist das jetzt das Ende gewesen meines Agententeams. Aber wir haben ja noch viele weitere Agenten, die wir nutzen können. Und wir werden sie auch nutzen, um die bösen Firmen niederzumachen. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr dabei wart, meine Agenten. Und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder infiltrieren. Bis dann, alles Gute, viel Spaß an. Ciao!